geht in den Ruhestand und fast 8 Jahre eines Pontifikats gehen zu Ende und das optische Ende wird gleich der Wachabzug und das Schließen der Tore sein. Hier sehen wir schon die Vorbereitung der Gendarmeria. Die Gendarmerie wird nun diese Aufgabe der Bewachung des Palazzos übernehmen. Die Gendarmerie wirkt für gewöhnlich innerhalb des Vatikan, also ist zuständig für die gesamte Ordnung im Vatikan. Und hier sieht man ganz schön diese Unterscheidung, die Schweizer Garde an der Grenze hin zum Platz und die Gendarmerie sozusagen für den inneren Bereich. Und die werden nun die Bewachung des emeritierten Papstes übernehmen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie aufwendig der Abzug passieren wird. Da gibt es eine Meldung. Und es ist vollzogen und vollbracht. Die Türen der päpstlichen Residenz sind geschlossen und die Seele des Vakans hat begonnen. Es ist sehr schön und sehr symbolhaft, denn am Beginn des Pontifikats öffneten sich die Türen zur Loggia und das Volk jubelte, einen neuen Papst zu haben. Und jetzt nach fast 8 Jahren schließen sich die Pforten hinter ihm und sein Pontifikat ist zu Ende. Die Garde nimmt nun die Hellebarde offensichtlich mit und sie ziehen sich zurück nach Rom in die Kaserne. Die Hellebarde wird auch in Rom gebraucht. Jetzt gibt es noch die Dienst- und Wachübergabe an die Gendarmerie. Auch ein hochoffizieller Akt. Das heißt, das ist nicht mal eben nur eine Dienstübergabe, wenn man ein Buch hinüberschiebt. Es sondern sind ja militärische Organisationen, zumindest die Garde versteht sich als Militär, wohingegen die Gendarmerie sich als Polizeieinheit auffasst und definiert. Der Palast ist ja gar nicht so groß. Also wenn man das vergleicht mit den vatikanischen Gebäuden hier in Rom, ist er eher klein, fast ein bisschen wie ein Landschloss. Das ist eine typische Villa. Für gewöhnlich hatten hier alle Kollegien, alle Ordenshäuser hatten eine Villa am Land, denn während des Sommers ist es in der Stadt unerträglich heiß. Auch das dürfte noch eine Frage werden, wie es dann mit dem Alterssitz Papst Benedikts aussieht, denn ich kann mir vorstellen, im Juli, August ist es hier sehr heiß in Rom, just im Vatikan, ob er benötigte eigentlich einen Landsitz, um ein wenig frische Luft zu bekommen. Vielleicht kommt dann doch noch Monte Cassino ins Spiel. Es wäre natürlich eine Lösung. Der apostolische Palast ist für den amtierenden Heiligen Vater reserviert. Und insofern wird man davon gespannt sein, welche Lösung hier noch gefunden wird. Oder der neue Heilige Vater lädt den emeritierten Papst ein, sozusagen ein Sommercamp auf Castel Gandolfo zu eröffnen. Platz wäre vermutlich doch zu schaffen. Es gibt auch in diesem großen Gelände in Castel Gandolfo noch andere Gebäudlichkeiten und andere Wohnungen. Das heißt, man ist nicht nur beschränkt auf den unmittelbaren apostolischen Palast, sondern es wäre durchaus möglich, in Nebengebäuden, in wunderschönen Lage, mitten in den Gärten, noch einen Sommersitz für Benedikt XVI. Zu schaffen. Wenn wir jetzt mal kühn rechnen, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass wir am Palmsonntag einen neuen Papst haben werden. Das heißt, dann muss man sich doch im Vatikan jetzt langsam darauf einstellen und sich darin üben, wie das denn geht mit dem emeritierten Papst und dem amtierenden. Ja, der emeritierte Papst wird zunächst keine Rolle spielen, weil er ja sozusagen sowieso jetzt